Hallo Leute! Hey! Samstag, so kurz nach 12. Auf was freut ihr euch? Auf das? Cosplay! Auf das? Cosplay! Auf das? Cosplay! Ich freue mich, euch das fünfte Mal begrüßen zu dürfen. Ja. Das dritte Mal mit meiner netten Partnerin, der Ricky. Naja. Und ihr seid bereit? Ja! Okay. Gut, dann wollen wir euch auch nicht länger warten lassen. Ich stelle euch schnell die Jury vor. Das ist hier vorne. Einige kennen sie vielleicht aus dem Anya Mania Board. Miyaka, die Mod-Helferin vom Cosplay Forum. Ich glaube, die kann jetzt gar nicht mehr. Neben Miyaka sitzt Hans-Christian Blech, diesmal nicht für den Animex, sondern für Klaus Cosplay Helden. Als nächstes für den AMT Elisa Stulpe. Buhrufe müssen doch nicht sein. Jetzt bitte entscheidend Applaus ohne Buhrufe. Situation gerettet. So, und zu guter Letzt Anja Mietzner für den Animex. Aber das ist noch nicht alles. Wie ihr seht, ist noch ein Stuhl frei. Einige von euch haben es mitgekriegt, wir haben Lose verteilt. Und ich bitte jetzt unsere Glücksfee Ina auf die Bühne, dass wir das Publikumsjurymitglied sehen können. Gut, dass ich es gut gemacht habe. Derjenige mit dem Los 25, bitte auf die Bühne. Gib mir ein Blatt Papier, schreib schnell von mir. Ist niemand da? Zieh noch einmal. Nummer 16. Überm Knie. Wie schnell hat der das denn erkannt? Überm Knie. Ja, ne? Der muss die krasse Mega über sich tragen. Nochmal einen kräftigen Applaus für unsere Nummer 16. Hallo, wie heißt du? Melanie. Hallo Melanie, komm, setz dich. Ina wird gleich alles Nötige erklären. So, das ist aber noch nicht alles. Wir haben noch eine Neuerung. In den vergangenen Jahren ist es immer mal wieder vorgekommen, dass einige überzogen haben. Sehr zum Ärgernis der anderen Cosplayer, die dann ein bisschen kürzen mussten, werden sehr viel Kritik bekommen. Und wir haben eure Kritik uns zu Herzen genommen und diesmal eine Cosplay-Polizei. Das bedeutet, wenn jemand überzieht, ein ertönten netter Gong, dann werden wir nette Menschen auf die Bühne hüpfen und die Cosplayer freundlich bitten, die Bühne zu verlassen. Peinlich! Nicht länger warten lassen. Ich hoffe, da hinten sind alle bereit. Dann rufe ich die Startnummer 1 auf. Geil. Lische und... Auf wen achtet
machst du eigentlich? Nochmal. Ja, auf dem Weg. Nochmal, Gerko. Jetzt was da. Wo ist man da denn? Das ist echt Jury-Cosplayer. Ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. Nur von den Faden verloren. Ja, das war unsere Cosplay-Polizei. Etwas verspätet, aber ich hoffe, das läuft in Zukunft besser. Als nächstes haben wir die Startnummer 2. Koto Aoki aus Weißer Walzer. Gut, 2 ist noch nicht da. Kommen wir schon zur Startnummer 3. Das sind Lakus und Conan aus Gundam Seed und Detective Conan. Ich habe den Schüler, das war ja nicht sie.
Es folgen zwei Charaktere aus Puchingai, nämlich Ray Chenlong und Lao Wong. Ah, okay, die Six fällt auf. Man hat ein Fruits Basket. Aus Final Fantasy XI.
ein White Mage und ein Paladin. Ja, aus dem Online-Spiel. Ja, aus dem Online-Spiel. Kack. Ja, stimmt. Danke, das war okay. Seid gegrüßt, gemeines Fußvolk. Gesandt von Prinz Trion aus dem Königreich Sandoria mit der Botschaft, den Royal Guards beizutreten. Geht nach Sandoria und werdet Rekruten. Und werdet ein Rekruter Royal Guards. Redet ein in der Welt von Adils. Da wäre auch ein Spiel, oder? Bitte gebraucht mehr Leute auf dem Server. Ja, ja. Bitte zockt jeder wie hoch. Ich hätte auch Bock auf Fallen. So, jetzt kommt die Startnummer 11. Der Dick. Und bei dieser Startnummer möchte ich die Technik bitten, das Licht ein wenig zu dimmen. Es ist Madhorka aus Doremi. Hallo. Ja, ich bin. Ja. Was ist? Nein. Wann? Der Kopf voll nicht klar. Nein. Oh. Nachdem Doremi alle Prüfungen geschafft hat, kann sich Marokka endlich wieder in eine Hexe was zurückverwandeln. Was passiert? Ja. Die Ober- ja, ja, gut, alles klar. Ja, 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 ist okay, ist okay. Ja. Was ist los? Nichts, der beste Freund von meinem Vater ist tot. Nee. Ja, ja. Das ist auf dem Weg nach Bosnien. Oh, wer ist das? Ich erkenne sie. So. Was hat die gesagt? Jetzt bin ich eine richtige Hexe. Wir würden die so abziehen, glaub mal. Wir werden so sehen, Publikumsbestechung. Also 3 Sekunden. Mit der Startnummer 12 kommt jetzt Dietlit aus Record of Lottersworth. Gangrel, schon gewonnen für mich. Ey. Was? War nicht von der Performance her. Vom Kostüm hat den Film gewonnen. Sorry! Say yes and rock me.
Cosplay-Polizei, bitte. Verdammt, die haben die Pointe zerstört, glaube ich. Klar. Ja. Die Startnummer 16 wieder das Licht wieder dimmen. Das Düstere werden. Es kommt nämlich aus Final Fantasy 9. Vivi! Kaum jetzt dunkel, sind die beiden immer wie vom Erdboden verschlungen. Hier ist es aber auch wirklich dunkel. Ach so, Licht wäre vielleicht eine Idee. Jetzt kommen Suzuki und Muraki aus Yamato 2.
Ich habe Bilder von dir im Internet gesehen. Nein. Nicht von dir. Von Dion Tatsumi, Dion Watari, Dion Hisoka. Es kann so nicht weitergehen. Du betrügst mich. Ich habe etwas gefunden, mit dem ich sogar ein Shinigami töten kann. Diese Voodoo-Puppe für 5 Karotara im Animex-Shop. Denkst du wirklich, ich glaube an Voodoo? Aber daran glaube ich! Okay. Habt ihr Lust, meine Co-Moderatoren zu sein? Nämlich als nächstes kommen Ino, Yasha und Kikyo aus. Ja! Hätte jetzt geguckt, wenn jemand von Moderatoren, ich hätte vor dich geschrieben. Ja, hab ich auch gedacht. Kagome? Kikyo? Eure Zeit geht so flöten. Ja, so ein Zufall. Warum willst du mit mir reden? Ich und Kagome, ich und diese dumme Gans, wie kommst du da rauf? Die ist doch fett, hässlich, eingebildet, flach. Die und mir helfen, bist du verrückt? Ich wiederhole es noch einmal. Sie ist flach, hässlich, egoistisch, nervig. Kagome. Ja, jetzt.
Start Nummer 22 ist jemand aus die tolle Fußballstars. Und zwar Genzo Wakabayashi. Der ganze Publikum. Feuchte Teufel, feuchte Teufel. Mahlzeit. Nach zwei erfolgreichen Jahren beim ersten FC Nankatsu habe ich gewechselt. Nicht die Unterhose, sondern den Fußballverein. Ich bin nach Deutschland gegangen, zu einem unbekannten deutschen Provinzverein namens Hamburg SV. Und das war ja nicht mal einfach, ja. Also, die Sprache ist es nicht. Es ist einfach nur daran, also beim ersten Spiel ging es gleich los. Kojiro Iyuga, genannt der Tiger in der schwulen Szene, stürmt aufs Tor zu, ja. Ich dachte mir so, ach du Scheiße, da kommt er. Briegel, Könes, ja, ist tatsächlich so, ja. Haltet ihn auf, macht ihn fertig. Da kommt der Schneider, tritt ihm in die Hacken. Er legt sie auf die Schnauze und wimmert rum wie ein kleines Mädchen. Mein Bein ist gebrochen, ich kann nicht mehr weiter spielen. Oder so ähnlich. Da denke ich mir, Scheiße, warum sind wir da vor zwei Jahren nicht drauf gekommen? Zeit auf dem Weg verloren. Ich muss euch leider bitten, etwas stillzuhalten, weil unter euch ist eine flüchtige Person. Okay, und jetzt bitte klatschen. Batzen viel zu cool. Ja, wir haben leider eine Startnummer vergessen. Die reichen wir natürlich sofort nach. Das ist die Startnummer 23, Pearl aus Legend of Mana. Oh je, so viele Leute. Hi, ich bin die Pearl und wie immer habe ich mich verlaufen. Ihr Sohn ist sicher schon wieder richtig sauer auf mich, aber er ist ein cleverer Junge. Jetzt hat er mir diesmal was geschenkt, ein süßes kleines Wesen, und hat gesagt, wenn ich das immer bei mir habe, dass wir uns dann immer wieder finden können. Es ist ein kleines Nokia. Ich bin sicher, wir finden uns irgendwann wieder. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Hallo? Oh, hi. Ja, wie? Wo ich bin. Keine Ahnung. So, jetzt stimmt wieder alles. Wieder Startnummer 26 kommt aus Bakulets Tenchi Joe und Gibble aus Final Fantasy. Okay. Hallo, wir wollen euch heute etwas zeigen. Joe, was tust du da? Aber ich wollte ihm doch etwas zeigen. Nein, das wolltest du nachher mir zeigen. Oh ja, wir wollten euch etwas zeigen. Es ist nicht schön. Und das wird euch vielleicht auch nicht gefallen. Eigentlich wollten wir euch aufmuntern. Wir wollen euch etwas singen. Ihr kennt das Lied, ihr kennt den Text. Und wir wollen, dass ihr mitsingt.
geht ab. Und wenn ihr nicht mitsingt, dann singen wir das Lied so lange, bis ihr sterbt. Oder unsere Mut vorbei. Die Cosplay-Polizei, bitte. Die einkassieren, ey. Peinlich. Ja. Im Namen aller heiligen Lichtwege, die nie funktionieren, soll das? Das ist ein Geheimnis. Zeit für ein Duell. Also, da musst du aber noch ein paar Fruchtzwerge essen. Sakura und Blue, aus welcher Serie könnte das sein? Richtig! Oh, wo ist mein Stab? Kiro-chan wird mich umbringen. Ich schaffe es noch.
und ihre Freunde, dass sie nach Fisch liegen? Finden ihre Freunde, dass sie langweilig sind, weil sie ein Klempfahrer sind? Hast du deinen Text vergessen? Ja. Gut, ja, du eignest dich echt nicht als Werbekauffrau. So typisch, blond, blauäugig, blöd. So genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Sehr gut. Also weiter. Ich weiß es nicht. Ah, nie. Fühlen Sie sich zu Vögeln hingezogen? Ha, fühlen Sie sich in Ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt? Dann können Sie uns auch nicht helfen. Was wir brauchen, sind Korns. Viele Korns. Bei Fragen und Risiken... Die Cosplay-Polizei, bitte. So, mal einen kräftigen Applaus für unsere beiden Hübschen. Dann kommen wir jetzt zur Startnummer 33, Riku aus Final Fantasy X und Sugar aus Tiny Snow Fairy Sugar. Hey, wisst ihr was? Wir haben was echt Cooles erfunden. Wir meinen natürlich Ober-Mega-Affen-Geil. Wisst ihr warum? Ich kann machen, dass Riku tanzt. Und seht! Okay, mehr will ich euch jetzt nicht antun. Aber wir, ja, wir haben noch den Trick. Wir können machen, dass wir verschwinden. Meinst du, das hat geklappt? Ich glaube irgendwie nicht, oder? Doch, komm, das hat geklappt. Ganz schnell, komm! Der Dicke kann sich gar nicht. Der Startnummer 34 kommt jetzt aus Legend of Dragoon, Leuten Rose. Gut, dann kommt die Startnummer 35. Hikaru Shido aus Magic Knight Rayard. Verloren, deswegen habe ich hier schon mal eine Praktikantin mir besorgt. Könntest du dich ein bisschen beeilen? So? Also? Na, hochhalten! Können alle lesen? Eine SD-Variante braucht natürlich auch ein SD-Schwert. Und das Schöne ist, es macht sogar Krach. Im Namen des Mondes werde ich euch alle bestrafen! So, wir haben ja noch ein kleines bisschen Zeit, also werde ich euch ein kleines Liedchen singen. So, dann möchte ich die Startnummer 22 bitten, ihre Startnummer und Eintrittskarte hier abzuholen. So, mit dem Cosplay gibt es jetzt erstmal eine kurze Pause. Habe ich nicht verstanden. Ich brauche, glaube ich, kein Deutsch. Nein, ich habe nicht verstanden, was das soll. Ja.
war die Tipp hier nochmal so. So, und damit wir euch nicht länger warten lassen. Ich glaube, wir müssen sie doch noch ein bisschen warten lassen. Also. 37 Mal, ja. Dann kommt jetzt die Startnummer 37. Ist die da? Ja? Die Startnummer 37, Juna von Final Fantasy X. Startnummer 37 ist leider nicht da. Startnummer 37 ist nicht mehr da. Ja, irgendwie sind uns die Cosplayer abhanden gekommen. Vielleicht haben Sie Angst. Unterstützt mich, dass die Cosplayer hochkommen. Na, 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 na. Wieder nachsingen. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Cosplay. Cosplay. Hey. Jetzt ohne mich. Das ist furchtbar. Wer? Er meint jetzt zu improvisieren. Lass den mal, Mann. Der darf das. Der rettet das. Der darf das. Merkt ihr das? Der Wickel. Das ist der Wickel. Okay, wir haben einen einsamen Cosplayer aufgetrieben. Das ist...
jetzt muss ich erstmal die Startnummer 40, der Runde aus Gänsemodell Sayuki. Bild mal da oben schauen. Schaut auf meinem Bauch, da vorne drin, vorne der kleine Bauch, da ist ein Band drin, das brauche ich jetzt. 1, 2, Cosplay Polizei. Zwei Bänder, Leute. Eins davon einfach aufmachen jetzt und mir geben. Legt mir hier am Bauch. Legt mir einfach dahin. Da soll ich so machen. Nee. Sag dir einfach, wenn ich will. Die andere bloß ein Frühstück an die Kasse. So, die Startnummer 41, das ist Leorio aus Hunter Hunter. Mhm. Krass. Dann lassen wir nicht mal Hunter Hunter. Hallo! Mir nochmal Hunter Hunter. Ich bin Single Hunter. Schiff den Kenshin. Und mein Traum ist es, ein Krankenhaus für bedürftige Menschen zu errichten. Aber dafür brauche ich Geld. Sehr viel Geld. Also macht euch was, du fast die Illusionisten. Ich werde euch jagen und einfangen mit meiner Digitalkamera. Was? Geht nicht? Gibt's nicht. Praktika. Kann der überhaupt was? Ja. Was ist der für einer? Boxer. Nein. Der knallt da mit den Fäusten. Mit der Startnummer 43 kommt jetzt morgen aus Oh My Goddess Movie. Der bringt die Idee. Der Arm, die Armdrückscheiße, das ist der volle Heftige. Als Leo? Ja klar. Ja, nur am Anfang, der Chakos, aber das ist sein einziges Kampf. Das ist es. Das Tor. Das ist die Liebe von Paaren auf ihre Reinheit. Das Tor, an welchem ich damals meinen Liebsten verlor, da unsere Liebe nicht rein genug war. Ich wurde erfüllt von einer tiefen Trauer und einer großen Wut. Und dann kam Beldandi und sie zeigte mir, dass es doch noch eine Liebe gibt. Sie, die Liebsten, sie bestand in die Prüfung. Und seitdem habe ich mich entschlossen, die voll aus dem Konzept bringen, hier zu warten. Komm, die Polizei muss dich da von der Bühne fischen. Hoffnung zu machen für die Reinheit ihrer Liebe, zum Bestehen des Testes, ja, auch durch das Tor.